Mit dem Snipping-Tool in Windows 11 kannst du Bildschirmaufnahmen erstellen. Außerdem lassen sich Screenshots direkt zuschneiden und sogar mit handschriftlichen Notizen versehen. In diesem Video zeige ich dir das Snipping-Tool in Aktion. Ich setze hier voraus, dass du Windows 11 und alle Updates installiert hast. Mehr über das Betriebssystem erfährst du in meinem beliebten Handbuch für Einsteiger und Umsteiger. Klicke dafür einfach auf den Link in der Beschreibung. Ich selbst nutze solche Bildschirmausschnitte ziemlich oft, zum Beispiel für Abbildungen in meinem Blog, in meinen Büchern und bei Präsentationen für Fortbildungen, wenn ich als Medientrainer unterwegs bin. Mit dem Snipping-Tool kann man zum Beispiel leicht Fundstücke aus dem Internet speichern oder die aktuelle Ansicht in einer speziellen Software oder eine digital erstellte Skizze. Der Screenshot davon lässt sich zum Beispiel als Grafik in E-Mails oder eigene Dokumente einfügen. So, wir schauen uns zunächst die Grundfunktionen der App an. Das Snipping-Tool kann nämlich mehr, als man auf den ersten Blick vermutet. Du findest die App im Startmenü von Windows, hier mit dem Scheren-Symbol. Zunächst öffnet sich ein leeres Programmfenster mit einem überschaubaren Menü. Wenn du nun oben links auf Neu klickst, wird der Bildschirm vorübergehend abgedunkelt. Am oberen Bildschirmrand erscheint dann eine Symbolleiste für mehrere Funktionen. Du kannst nun entweder den kompletten Bildschirm erfassen oder ein aktuell geöffnetes Programmfenster oder einen beliebig markierten Bereich auf dem Desktop. Davon macht die App quasi einen Schnappschuss. Das heißt, aus der aktuellen Ansicht wird eine Bilddatei, die automatisch in der Zwischenablage von Windows landet, so wie wenn du Texte oder Fotos kopierst. Theoretisch kannst du die Grafik nun sofort in ein anderes Programm einfügen oder vorher im Snipping-Tool noch bearbeiten. Der Screenshot lässt sich in der Benutzeroberfläche genauer zuschneiden. Mithilfe der Anfasser am Rand passt du den Bildrand an. Außerdem kannst du handschriftliche Anmerkungen und Skizzen einfügen. Dafür stehen hier im Menü virtuelle Stifte zur Verfügung. Klicke auf ein Stiftsymbol, um die Dicke und die Farbe zu ändern. Dann kannst du deine Anmerkungen auf der Grafik hinterlassen. Wenn du fertig bist, hast du mehrere Möglichkeiten. Du kannst den bearbeiteten Bildschirmausschnitt auf der Festplatte speichern, wieder in den Zwischenspeicher kopieren oder ihn mit anderen Personen teilen. Schau dir hier außerdem noch die Zeitsteuerung an. Du kannst festlegen, dass der Screenshot erst nach ein paar Sekunden Verzögerung erstellt wird. Jetzt kommt noch eine hilfreiche Funktion. Das Snipping-Tool kann nämlich nicht nur statische Bilder, sondern auch bewegte Videos aufnehmen. Wechsle dafür zum Symbol mit der Videokamera und klicke wieder auf Neu. Markiere dann einen Bereich auf dem Desktop und mit dem Button hier oben startest du die Aufzeichnung. Nach einem kurzen Countdown nimmt das Snipping-Tool jede Bewegung auf dem Bildschirm auf, übrigens auch den Mauspfeil und den Textcursor. Wenn du die Aufnahme stoppst, kannst du dir die Aufzeichnung sofort anschauen und das Video dann im Dateiformat MP4 auf dem PC speichern. Zuletzt habe ich noch zwei Tipps für besonders schnelle Screenshots für dich. In den Einstellungen von Windows kannst du die Stifttaste deines digitalen Stifts mit dem Snipping-Tool belegen. Dann reicht ein kurzer Druck auf die Taste, um sofort einen Screenshot zu erstellen. Oder du nutzt die Tastenkombination Windows-Shift-S. Dieser Shortcut öffnet die App so, dass du sofort den aktuellen Bildschirminhalt festhalten kannst. Also merke dir das Tastenkürzel Windows-Shift-S startet das Snipping-Tool. Welche hilfreichen Apps stecken noch in Windows 11? Viele praktische Tipps für das Betriebssystem von Microsoft habe ich in meinem Handbuch für Einsteiger und Fortgeschrittene gesammelt. Du kannst es jetzt als Taschenbuch oder E-Book bestellen. Klicke dafür einfach auf den Link in der Videobeschreibung.